Ja, und bei uns zu Gast ist jetzt Johannes Voggenhuber, grünes Urgestein, wenn ich so sagen darf. Herr Voggenhuber, heute haben die Grünen eine neue Parteichefin und eine neue Spitzenkandidatin gewählt. Zumindest der Bundesvorstand hat sie einmal designiert. Ingrid Philipp übernimmt die Partei, Ulrike Lunacek wird Spitzenkandidatin. Was halten Sie denn von der Entscheidung? Na, erstens mal bin ich sehr überrascht, weil Zuständigkeit für solche Wahlen liegt ausschließlich beim Bundeskongress. Und das war einmal so einer der Uraufstände gegen die Altparteien, zu sagen, bei uns designiert man nicht und keine Vorstände zwingen irgendwelche Entscheidungen auf, sondern das macht der Bundeskongress. Das hat man zum ersten Mal bei Frau Klawischnik durchbrochen und jetzt wieder. Ist ein versäumtes Zeichen einer Rückkehr zur innerparteilichen Demokratie, tut mir leid. Zur Entscheidung selber kann ich nur sagen, zur Konstellation. Wir stehen mitten in einem dramatischen Wahlkampf und die Grünen liegen bei 8% mit sinkender Tendenz. Und da die Parteispitze auf drei Positionen aufzusplitten, Parteiführung, Spitzenkandidatur und Clubspitze, es scheint mir strategisch schon eine sehr, sehr diffizile Entscheidung zu sein. Wie das zum ersten Mal wird ja überhaupt gesplittet zwischen Spitzenkandidatur und Parteiführung. Das ist ja, was ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Die Parteiführung gibt die politische Linie vor, der Spitzenkandidat hat der zu folgen oder formuliert eigene und die Partei muss dem folgen oder wie das eigentlich, es hätte den Grünen gut getan, in aller Ruhe bis zum Bundeskongress diese sehr wichtigen strategischen Fragen zu durchdenken. Es ist, wie es ist. Jetzt wirkt es ein bisschen so, alle haben sich Ingrid Philippe gewünscht. Sie will diese Spitzenkandidatur aus persönlichen Gründen einfach nicht übernehmen. Jetzt hat man gesagt, okay, dann übernimmt sie nur die Parteichefin und Ulrike Lunacek wirkt so ein bisschen jetzt wie die Lückenbüßerin, die da einspringt und diese Spitzenkandidatur machen muss oder sozusagen machen darf. Hat Ulrike Lunacek Ihrer Meinung nach überhaupt Chancen bei dieser Wahl? Ja? Also ich hätte mal Zweifel daran, dass ein Bundeskongress so eine Konstellation einfach so gut geheißen hätte, wenn es nicht eine Vorgabe gibt. Und wie ich inzwischen meine Grünen kenne, dürfte es auch keine Gegenkandidaturen mehr geben. Also noch ein weiterer dramatischer Schritt hinaus aus der innerparteilichen Demokratie. Ich meine, was die Entscheidung selber betrifft, da muss man einmal sagen, in so einer Entscheidung, wo es wie in Frankreich und den Niederlanden, da geht es um eine Entscheidung, die in ganz Europa derzeit stattfindet, eine riesige Auseinandersetzung darum, ob die Macht an die politische Rechte, an die Nationalisten, an die Anti-Europäer, an die Antidemokraten, an autoritäre Kräfte fällt. Diese Schlacht haben wir mit Van der Bellen einmal gewonnen. Und 53% der Österreicherinnen und Österreicher um dieses Ziel herum mobilisiert. Dann ist einmal nichts passiert. Und jetzt ist aber diese Wahl, das war nur die Generalprobe, die Bundespräsidentenwahl. Jetzt ginge es darum, gelingt es, ein Bündnis für Europa, ein Bündnis für die Demokratie, ein Bündnis für die Grund- und Freiheitsrechte, für eine soziale Union zustande zu bringen und eine schwarz-blaue Koalition in die Schranken zu weisen, also zu verhindern, oder nicht? Die Grünen sind dazu notwendig, aber in einer historischen Schwächephase. Wie soll das in so einer notgedrungenen Entscheidung, Sie sagen es ja selber, wie soll das funktionieren? Also meine Frage an die Frau Philippe wäre schon, also, oder auch an die Grünen, wenn ich die Führung einer Partei in einer so dramatischen Situation übernehme, dann muss ich mir bewusst sein, dass ich dem, sagen wir einmal, 20 Stunden zur Verfügung stehen muss bis zum Wahlkampf. Da kann ich nicht einfach sagen, mir ist lieber, ich bin in Tirol oder ich bleibe lieber bei den Tirolern. Und dann, was passiert eigentlich nach der Wahl? Führt jetzt die Spitzenkandidatin oder tritt die dann leise ab oder übernimmt sie die Verhandlungen oder übergibt sie die dann der Parteiführung? Oder? Also Sie sehen das Ganze ein bisschen chaotisch, wenn ich Ich kann überhaupt kein strategisches Konzept darin sehen, geschweige denn, dass es
funktionieren kann. Es sei denn, jene Stimmen haben recht, die sagen, naja, die eine soll jetzt die Wahlniederlage einkassieren und die andere soll unbelastet neu anfangen. Das würde ich angesichts der historischen Situation in Österreich für ein zynisches Manöver halten. Aber das heißt, Sie rechnen sozusagen eher damit, dass die Grünen in eine Wahlniederlage jetzt reinsteuern, wenn ich das richtig verstehe. Naja, das war der Grund für den Rücktritt von Frau Klawiczny. Es verbindet ja den Herrn Faymann und den Herrn Mitterlehner und die Frau Klawiczny ein und dasselbe, nämlich, dass sie unmittelbar dabei waren, eine krachende Niederlage für ihre Partei herbeizuführen. Die Grünen stehen jetzt nicht in den Umfragen bei 16, 18 oder 20%, wie sie es ohne großen Aufwand könnten, wenn Hunderttausende aus den Lagern der ehemaligen Altparteien oder Großparteien wegströmen und verzweifelt nach einer Alternative suchen, sondern stehen derzeit bei 8% mit sinkender Tendenz. Das kann man sagen, ist selbstverschuldet, das kann man sagen, das ist die Revanche der Wählerinnen und die Quittung, das kann man alles sagen, nur in einer solchen Situation, wo man im Land gebraucht wird, um eine demokratische Allianz zu bilden, eine europäische Allianz gegen Schwarz-Blau, dann ist mir ein solcher Schritt einfach schwer erklärlich. Und ja, ich weiß nicht, ob er dem Bundeskongress so einfach zu erklären ist. Wen hätten Sie sich denn an Spitzenkandidaten gewünscht? Also Sie müssen meine Rolle ein bisschen verstehen. Ich bin gerne bereit, zu den Grünen, also einer derer, die sie gegründet haben, Stellung zu nehmen, ein bisschen zu kämpfen um die Grundidee dieser Partei. Auch wenn das nur auf Zähneknirschen stoßen mag, aber sich ein bisschen zu erinnern an das Feuer und das da mal vorhanden war. Aber nicht zu Personen. Ich wünsche Ihnen das Beste. Aber sehen Sie jemanden, der diese Grundidee... Naja, das war ja mein Vorwurf. Kann? Das war ja mein Vorwurf in den letzten Jahren, auch gegenüber Frau Klawiczny. Für mich gibt es kein größeres politisches Vergehen einer Führungskraft, als dafür zu sorgen, dass es keine Alternativen gibt. Damit kann man zwar die eigene Machtposition bis zum Untergang fast zementieren, aber dann ist hinter mir die Sintflut. Und die Personaldecke der Grünen ist extrem eng. Frau Klawiczny hat alle Ressourcen, alles Geld, alles Personal, alles Marketing auf sich und ihr Öffentlichkeitsmonopol gerichtet. Und da ist weder aus der Fraktion, Persönlichkeiten mit Profil, mit öffentlichem Profil entstanden, sodass die Wahl sehr, sehr eng ist. Und das zeigt auch diese verhatschte Konstruktion, wo ich mir nicht vorstellen kann, wie... Das braucht allein einen internen Aufwand, um einen Wahlkampf zu führen, der horrend ist. Und eigentlich sollte man jetzt in die Gesellschaft gehen, einen neuen Spirit verbreiten und sagen, okay, das schaffen wir noch einmal. Das, was wir der Bundespräsidentenwahl, das muss ja die Parole sein, das schaffen wir für Europa, das schaffen wir für die Demokratie, das schaffen wir für die soziale Gerechtigkeit. Wir bilden ein Bündnis wie Macron in Frankreich, wie die Grünen in den Niederlanden, die sich damit vervierfacht haben, vervierfacht und nicht halbiert. Aber ist schwierig zu sehen, wer diese Auseinandersetzung wirklich aufnimmt. Fühlen Sie sich eigentlich mitschuld am Rücktritt von Eva Klawiczny? Warum sollte ich das? Naja, Sie haben ja heftige Kritik an ihr geübt und sie hat ja in ihrer Pressekonferenz, die sie gestern gegeben hat, schon auch ein bisschen mit ihren Kritikern abgerechnet, ohne sie da jetzt namentlich zu nennen. Also sie hat mich namentlich genannt, hat sie namentlich aber für mein Lob. Ja, sie hat gesagt, das ist das einzige Mal, dass ich sie gelobt habe. Genau. Hat sie gesagt, genau. Ja. Also am nächsten Tag habe ich sie ein zweites Mal gelobt für den Rücktritt, weil ich das respektabel halte, die Partei eben nicht, wie es ja Stimmen in der Partei gab, ihr diese Niederlage, von ihr mit verursachte Niederlage umzuhängen und dann neu anzufangen, was wirklich eine Katastrophe gewesen wäre. Also hat sie mit diesem Schritt den Weg freigemacht für eine Erneuerung der Grünen, die notwendig ist. Und ich habe damit nicht das Geringste zu tun. Also wenn meine Facebook-Eintragungen den Rücktritt einer Partei, da bin ich der mächtigste Grüne nach wie vor, also das glaube ich dann wahrlich nicht. Okay, aber Sie verstehen die Entscheidung von Eva Klawiczny? Ich verstehe sie. Sie war unausweichlich und sie war insofern hat sie meinen ganzen Respekt, als sie das eben nicht nach der Wahl gemacht hat, wie es ja manche Stimmen gab, zu sagen, es ist zu spät, aber wir wollen die neue Parteiführung nicht mit einer Niederlage belasten. Es darf diese Niederlage nicht geben.
Und das ist ein bisschen das Problem mit den heutigen Entscheidungen. Ja? Eine Partei, die begriffen hat, dass es in einer solchen Situation des Landes, in einer Auseinandersetzung, die quer durch Europa läuft, dass es da keine solche Niederlage geben darf, die müsste entschlossener und mit mehr Spirit handeln. Das ist mein Problem. Was ich sehe keine, ich sehe diese Verantwortung vor, jetzt hätte ich beinahe gesagt, vor der Geschichte, aber vor dem eigenen Land nicht. Mhm. Haben die Grünen in der jetzigen Form Ihrer Meinung nach noch Zukunft? So wie sie sich derzeit präsentieren? Nein, das sieht man auch in Deutschland und so, die Situation ist klar. Wenn wir zu dem, wo die Sozialdemokratie 100... Also die derzeitigen Grünen haben keine Zukunft, Ihrer Meinung nach? So wie sie agieren, ich meine... Man hat geradezu man hat fokussiert und obsessiv darauf nur einen Grund gesehen, nur ein Ziel gesehen, regieren um jeden Preis. Man hat ÖVP-Parteiprogramme in den Ländern als Regierungsprogramm unterschrieben, man hat Erwartungssteuerung, hat man das genannt, in der Grünen Zentrale nur ja nichts versprechen, weil man muss ja dann regieren. Also das Gegenteil wäre enorm wichtig. Wir haben übrigens mehr in der Opposition, ja außerhalb des Parlaments, in diesem Land bewegt, als mit vielen Millionen und Hunderten von Angestellten und von danach. Also Sie meinen, die Grünen haben sich zu gemütlich gemacht? Naja, natürlich, es ist ein ganz... Und sind Teil des Systems geworden. Stinknormaler Parteiapparat geworden mit einer extremen Bürokratie, mit allen Fehlentwicklungen, die man immer den großen Parteien vorgeworfen hat. Es gibt natürlich längst die Parteisteuer bei den Abgeordneten, es gibt den Clubzwang. Wir sehen es gerade, die Wahlen finden durch Vorstände statt. Es wird genauso mit Spindoktoren und mit Marketingfachleuten Politik gemacht. Die Bürokratie schreibt den Abgeordneten vor und der Apparat schreibt den Abgeordneten vor, was sie zu denken, zu sagen und zu tun haben, nicht umgekehrt. Es ist eine, Van der Bellen hat das einmal so ganz in seinem berühmten englischen Humor gesagt, wir wollen eine ganz stinknormale Partei werden. Ich kann ihm sagen, okay, jetzt stinkt, zufrieden. Abschließende Frage, werden Sie bei der Nationalratswahl noch grün wählen? Also... Das weiß ich jetzt nicht, das schaue ich mir an, der Wahlkampf wird da ganz entscheidend werden. Ich habe auch nicht sehr viele Alternativen, muss ich sagen. Ja? Wenn ich einen Herrn Kern anschaue, der eigentlich so in die Schuhe des Herrn Kreis getreten wollte und ein enormes Signal des Aufbruchs vermittelt hat, um wenige Wochen später dann so langsam von Stufe zu Stufe wieder so hinunter zu schlittern und dann in das Magnetfeld der genau derselben alten Dinge zu kommen. Also dem kann ich auch nur sagen, ja, man kann nicht beides haben. Also man kann nicht Macron sein wollen und der Führer einer Bewegung gegen die politische Rechte und gegen die Nationalisten und gegen die Antieuropäer und sich gleichzeitig die aber heimlich als warmhalten für eine doch eventuelle Koalition. Was sich jetzt abspielt, ist, dass man nicht zum Gegenentwurf fähig ist, dass man nicht auch riskiert, auch seinen Kopf damit riskiert, auf einen großen Gegenentwurf zu setzen, sondern dass man auf der einen Seite die Leute, die Hälfte der Österreicher packt da nackte Schrecken, wenn sie an Schwarz-Blau denken. Ja? Wir haben das ja hinter uns, so ist das ja nicht. Ja? Die Hunderte von Staatsanwälten sind immer noch beschäftigt, das Erbe dieser schwarz-weißen, schwarz-blauen Koalition aufzuarbeiten. Aber das, entweder wir finden zu einer wirklichen großen demokratischen Bewegung zur Abwehr der Rechten und der Nationalisten und der Antieuropäer, aber sich dabei heimlich eine rot-blaue Koalition vorzubehalten, halte ich für fatal. Und er würde damit die Glaubwürdigkeit völlig zerstören. Also Kern überzeugt Sie auch nicht. Was ihm passieren kann, ist, dass am Ende natürlich Schwarz-Blau kommt und er eine Partei in der Mitte durchgerissen hat. Also ich erwarte mir vom Kern genauso wie von den Grünen den politischen Ernst, diese Aufgabe, die Rechte in die Schranken zu weisen, zu sehen und nicht irgendwelche Spielchen nebenbei. Seine Partei würde eine rot-blaue Koalition nicht aushalten. Herr Voggenhuber, vielen Dank für die Analyse und den Bitte Besuch im sehr. Studio. Bitte Danke. Sehr gerne.